Sehr geehrte Frau Senatorin Weyer, sehr geehrte Frau Petersen, sehr geehrter Herr Iseke Vogelsang, sehr geehrte Frau Gebert, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebes Kollegium, liebe Festgesellschaft. Die Gotthard-Kühl-Grund- und Gemeinschaftsschule ist eine Schule, die auffällt, die aus dem Rahmen fällt. Sie ist Vorbild für Schülerpartizipation, für Erfahrungslernen und für den Erwerb sozialer Kompetenzen. Hier werden Schülerinnen und Schüler mit mehr als 30 herkunftssprachlichen Hintergründen unterrichtet. Hier geht es um Lernen, Sprache, emotionale und soziale Entwicklung, den guten Umgang mit Autismus und eingeschränkter Motorik oder mit Sehschwierigkeiten. Es gibt an der Gotthard-Kühl-Schule keine Bündelung von sonderpädagogischen Förderbedarfen, etwa in I-Klassen. Kinder mit Förderbedarf findet man ganz selbstverständlich in nahezu allen Klassen. Und das ist richtig gut. Eine ganze Reihe von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf lernen, haben in den vergangenen Jahren mit Erfolg an den ESA-Abschlussprüfungen teilgenommen. Es gibt auch DATS-Basisklassen. Sie sind der Kern des DATS-Zentrums. DATS-Förderung gibt es aber auch in der Aufbaustufe, in Klassen in erheblichem Umfang. Die durchgängige Sprachbildung ist an dieser Schule für alle Lehrkräfte verbindliches Unterrichtsprinzip. Aber auch interkulturelle Bildung, Netzwerkangebote in den offenen Ganztag und zahlreiche Projekte sind nur einige Aktivitäten, die die Besonderheit der Gotthard-Kühl-Schule zeigen. Im März 2016 erhielt die GKS die Auszeichnung Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage für ihre vielfältige Arbeit zur Integration von Schülerinnen und Schülern aus dem Kreis der Geflüchteten und der Kooperation mit der Kirchengemeinde und anderen Partnern. Danke dafür. Es gibt hier auch ein besonderes Engagement für die MINT-Fächer. Es gibt tiergestütztes Lernen mit den Schulhunden Alma und Emi. Und die GKS ist ausgezeichnete Zukunftsschule, weil sie in ihren Unterrichtsinhalten und Methoden der Bildung für nachhaltige Entwicklung besondere Bedeutung zumisst. Ich könnte noch vieles mehr aufzeigen, das die GKS beschreibt und besonders macht. Aber ich denke, es ist klar geworden, warum sie nun als erste Schule Preisträger von Das macht Schule geworden sind. Sie haben es verdient. Ich wünsche der Schule einen weiteren so erfolgreichen Weg und vor allem euch Kindern und Jugendlichen Freude am Lernen und Erfahrung sammeln in einer so engagierten und inspirierenden Umgebung. Vielen Dank aber auch an Schulleitung und Kollegium und nicht minder an die Eltern. Ich kann leider aus Termingründen heute nicht bei Ihnen sein, aber ich wünsche Ihnen allen, die Sie zu dieser Feier zusammengekommen sind, einen wunderbaren Tag. Und ja, die Überschrift der Auszeichnung ist richtig. Das, was die GKS vorlegt, soll sie in der Tat Schule machen.